Und damit ein herzliches Willkommen hier zurück bei Terraria, meine lieben Freunde. Ja, wir versuchen es einfach nochmal in dieser Folge in Terraria 2.0 den Skeleton Prime Platz zu kriegen. Und ich würde sagen, lasst uns beginnen. Wir haben jetzt die Terra-Klinge und alles. Das heißt, wir müssten eigentlich eine relativ gute Chance haben jetzt. Und wir sind ja auch jetzt oberschnell und alles, also... Jetzt langsam müsste das auch endlich mal hinhauen. Hier der mit seinem Mittelfinger hier, der Alte. Der Skeleton Prime. Also ich bin gespannt, ob wir es diesmal schaffen werden. Wir haben jetzt die heilige Rüstung, die Terra-Klinge. Wir sind stärker als je zuvor. Komm, trau dich. Ja, komm. Ah, schnell einen Trank nehmen. So. Bisschen zaubern. So, und jetzt nochmal hier schön die Sichel rausholen. Es könnte schon wieder sehr knapp werden hier mit unserer Energie und hin und her. Aber die Zange hier, die könnte gleich schon den Geist aufgeben. Wir haben jetzt noch 26 Sekunden, die wir überleben müssen. Wegen dem Trank. Und wir haben einen sehr guten Trank sogar. Der, glaube ich, über 150 Leben wiederherstellt. Ich muss es nur überleben. Jetzt fliege ich mal in meine neu gebaute Stadt. Die wollte ich euch eigentlich noch gar nicht zeigen. Und jetzt schnell einen Trank. Zack, jawohl. Und weiter geht der Spaß. Es könnte gut laufen. Wie viel Arme hat der denn jetzt nur noch? Zwei Stück? Ne, drei. Ah, gleich nur noch zwei. So, und dann nur noch ein. Und dann mache ich dich voll fertig, Alter. Ich hoffe, die Nacht ist lang genug. Du Obersäge, ey. Sieht aus wie ein Mittelfinger, wie gesagt. Fuck you! Fuck you! So, komm, Lebensregeneration. Hier. Boah, voll in dein Gesicht jetzt hier, Alter. Komm doch, komm doch, komm doch. Ich mach dich fertig. Ja, Mann. Flieg voll in die Sichel rein, Mann. Und noch einen Trank nehmen, schnell. Dann kann ich mich noch ein bisschen was wagen hier. Und jetzt geht er down, auf jeden Fall. Diesmal haben wir ihn. So, komm her. Komm her, du Pimmel. Ich mach dich alle. Yes, wir haben endlich Skeleton Prime besiegt. La. Was haben wir denn alles bekommen? Eine schöne Trophäe, Seele des Schreckens. Genau das brauchen wir nämlich. So, und jetzt können wir nämlich endlich das machen, was ich die ganze Zeit vorhatte, meine lieben Freunde da draußen. Wir werden uns jetzt den Drax bauen, wenn das... Ich hoffe, das geht. So, wir brauchen jetzt hier die, meine ich. Das brauchen wir und ich hoffe, wir haben genug geheiligte Barren. Bitte lasst uns genug heilige Barren haben. So, und jetzt schauen wir einfach mal genau, was, wie das genau funktioniert hier. Da, der Drax, da ist er ja. Meine Herren, da können wir uns ja jetzt endlich mal was Ordentliches bauen hier. Haben wir hier noch irgendwie neue Möglichkeiten? Erstmal alles abchecken hier. Lanzen, was ist das denn hier? Ein Flammenwerfer. Geil. Verwendet Glibber als Munition. Wie cool ist das denn? Flammenwerfer, Alter. Oh, wie geil. Wie viel Barren braucht er denn? Moment. Das schauen wir jetzt gerade nochmal. Wo ist denn der jetzt hin? Da. Ach, gar nichts. Hier, Eisenbarren, Bleibarren, illegale Gewehrteile und 20 von dem Schrecken. Okay.
Ja, dann bauen wir uns jetzt erstmal den Trax hier, würde ich sagen. Damit können wir auch, glaube ich, das grüne Zeug abbauen mit. Ich hoffe es zumindestens. So, Drax, so. Den nehmen wir doch jetzt glatt mal mit. So, und er hat auch Axtkraft, sehe ich gerade. Spitzhackenkraft. Aha, das heißt, wir brauchen die Axt schon beinahe gar nicht mehr. Spitzhackenkraft, Axtkraft, oder wie sehe ich das jetzt genau? Ich weiß es nicht. Wir packen jetzt auf jeden Fall den alten Bohrer mal weg noch. Warte, was kann der denn irgendwie was? Ups. Okay, aber er kann auf jeden Fall sehr gut bohren. So, hier packen wir uns noch eben die Trophäe hin. So aus Spaß an der Freude. Den Bohrer packen wir uns jetzt mal zurück. So, Eisenbahn. Illegale Waffenteile. Schau mal gerade, ob der gute alte Reginald, so wie er heißt. So, und jetzt zeige ich euch mal eben unsere neue Stadt hier. Die ist aber noch nicht ganz fertig, also die muss noch dekoriert werden, keine Angst. So, wir schauen mal eben beim Reginald vorbei. Wo ist der denn jetzt hier? Wie ist der gar nicht mehr am Start jetzt hier, oder was? Wo ist denn der Reginald? Wo ist denn mein Waffenhändler jetzt hin, bitte? Hallo? Ach da, was macht der denn da? Lol. Reginald, altes Haus. Ich brauche illegale Waffenteile. 25 Gold. Habe ich sogar. Ha, korrekt. So, danke dir. Dann schauen wir mal gerade. So. Waffen. Was brauchen wir jetzt noch? Ah, hier. Die Eisenbarren. Die besorgen wir uns. So, die Eisenbarren. Haben wir natürlich nur Silber. Geht auch Silber? Das wäre cool. Naja, geht natürlich nicht. Scheiße, willst du mich verarschen? Eisenbarren, Bleibarren. Wir brauchen unbedingt Eisen oder Bleibarren. Ist das zum Kotzen? Haben wir hier nicht noch Eisen, Blei? Ne, entweder sehe ich es nicht oder ich bin blind. Eisenbarren, ja, nehmen wir die einfach mit, packen die jetzt hier hin. Jetzt haben wir noch geheiligte Barren. So, die packen wir uns mal eben da rein. Das nehmen wir alles schön mit, denn wer weiß, ob wir das Ganze noch gebrauchen oder nicht. Hier, die packe ich jetzt auch mal in den Müll. So, Munition habe ich gehört, kann man für den Flammenwerfer benutzen. Das heißt, sehr viel Glibber sammeln immer. So, den komischen Trank brauche ich jetzt auch nicht mehr. Und der Angreifer erleidet Schaden. Ja, komm, das behalte ich erstmal. Ich weiß zwar nicht, wie viel Schaden, aber egal. Ich hoffe, man gehört das Gewitter auch nicht jetzt im Hintergrund. Es ist ziemlich krass am Abgehen jetzt gerade draußen. Üble Sache. Schon mal 86. Was sind denn das für Helme jetzt noch hier eigentlich? So, erhöht maximales Mana um 100. Okay. Gibt es hier noch irgendwo einen? Hier gab es doch noch irgendwo einen Helm. Da. Fernkampfschaden. Okay. Was sind das hier für Flügel? Fledermausflügel. Aber die sehen ja aus wie die anderen eigentlich auch. Ich weiß noch nicht, ob die jetzt größer sind oder ob die besser sind. Da haben wir nämlich auch noch welche von. Ja, irgendwo haben wir hier noch Fledermausflügel. Können wir uns eigentlich bauen, ne? Wenn wir jetzt die 20 Teile da nicht brauchen. Warte mal, ich schau mal gerade. Fledermausflügel. So, 20. Seele des Flugs. Seele des Flugs haben wir nämlich gar nicht, sehe ich gerade, ne? Nee, müssen wir uns erst besorgen, wenn. Also können wir uns das jetzt auch erstmal sparen. Ich würde mich für diese Folge erstmal verabschieden. Hier mit unserer neuen Rüstung, unseren sehr geilen neuen Waffen. Unsere neue kleine Stadt, die noch umdekoriert werden muss. Wie ihr sehen könnt, da fehlen noch ein paar Fackeln und hin und her und Fallerie und Fallera. Draußen ist es tierisch am Pissen und ich muss jetzt gleich los. Das bedeutet, ich verabschiede mich jetzt und würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir mal, ob wir uns das grüne Gestein abbauen können mit unserem neuen Bohrer, hier unserem Drax und mal hoffen, ob das Ganze auch so funktioniert. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Ich bin euer Zero. Bis zum nächsten Mal hier bei Terraria 2.0. Hat Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Bis dann.